Für rechtwinklige Dreiecke gilt das Satz des Pythagoras: Die Summe der Kathetenquadrate sind gleich dem Hypotenusenquadrat (a² + b² = c². Zum Beweis des Satzes von Pythagoras legen wir 8 rechtwinklige Dreiecke zu einem Quadrat zusammen. Ein inneres Quadrat, hier rot gezeichnet, bleibt frei. Die 4 Dreiecke, die das rote Quadrat berühren, bilden zusammen mit diesem ein neues Quadrat mit der Seitenlänge c. Für dieses neue Quadrat können wir formulieren, die Fläche, also c², ist gleich der Fläche der grünen Dreiecke plus der Fläche des roten Quadrates. Jedes rechtwinklige Dreieck hat die Fläche 1/2 AB. Diese müssen wir vervierfachen, um die gesamte grüne Fläche zu erhalten. Das rote Quadrat hat die Fläche b minus a zum Quadrat. 4 mal 1/2 AB gibt 2 AB. Nach der zweiten binomischen Formel ergibt sich b minus a zum Quadrat zu b² minus 2ab plus a². Wir erhalten also a² plus b² gleich c², den Satz des Pythagoras. Wenn wir über einer Strecke ab einen Halbkreis aufspannen und auf dem Halbkreis irgendeinen Punkt C aussuchen, dann sind die entstehenden Dreiecke ABC immer rechtwinklig. Das ist der Satz des Thales. Wir können den Satz des Thales beweisen, indem wir eine weitere Linie von C zum Mittelpunkt des Kreises einzeichnen. Wir erhalten jetzt zwei gleichseitige Dreiecke. Gamma und Delta ergänzen sich zu 180 Grad, das sind Nebenwinkel. Die Winkel Alpha und Beta in den gleichseitigen Dreiecken können wir mit Hilfe der Winkelsumme des Dreiecks ermitteln. Wenn wir die Palettenbeziehung in die erste einsetzen, erhalten wir als Resultat, dass Alpha und Beta immer gleich 90 Grad sein muss. Wir wollen ermitteln, an welcher Stelle der Schwerpunkt auf den Seitenhalbierenden liegt. Dazu skizzieren wir die drei Seitenhalbierenden in einem Dreieck und suchen zwei ähnliche Dreiecke. Die untere Seite des blauen Dreiecks verhält sich zur unteren Seite des grünen Dreiecks, genauso wie die linke Seite des blauen Dreiecks zur linken Seite des grünen Dreiecks. Dieses Verhältnis ist 2, denn es handelt sich ja bei m um eine Seitenhalbierende. Wir markieren zwei weitere ähnliche Dreiecke. Ein orangefarbenes Dreieck und ein rotes Dreieck. Die Strecke AS ist die lange Seite der Seitenhalbierende, die Strecke SMA ist die kurze Seite der Seitenhalbierende. Entsprechend dem Strahlensatz verhalten sich diese beiden Strecken genauso wie die lange Seite des roten Dreiecks zur langen Seite des orangefarbenen Dreiecks. Zusammen mit der ersten Gleichung ergibt sich, dass der Schwerpunt die Seitenhalbierenden im Verhältnis 2:1 teilt.